Ich grüße die lieben Fische. Hallöchen, hier ist eure Botschaft für den Monat März. Ja, und für diejenigen, ne, die im März Geburtstag haben, alles, alles Liebe, Gute, ne? Und ja, und dann schauen wir mal, schau auch du bitte nach deinem Aszendenten, Mondzeichen etc. Und ja, dann schauen wir mal, was hier wichtig ist für dich. Die Meditation ist wichtig. Was auch immer mich von meinem inneren Frieden abhält, es möge weichen. Was auch immer mich darin unterstützt, in die Stille meines Seins zu tauchen, möge sich nun offenbaren. So möge es sein. Wunderschön. Also, ne? Die Zeit auch wirklich für Meditation nutzen. Sie bringt dir auch viele Antworten. Du hast den Engel der Umarmung. Mit meiner Umarmung wird es dir gleich viel besser gehen. Sehr schön. Also, ne? Vielleicht auch Umarmungen von Freunden, ne? Wenn du Geburtstag hast, auch in dieser Zeit, ne? Von der Familie, von wem auch immer. Also, ja, viel Nähe, Freude, Harmonie in sich ankommen. Wunderschön. Dann hast du die älteste Fee bekommen und die Zeitlosigkeit. Die Zeitlosigkeit ist das Schlüsselwort. Und ja, auch in einer Meditation gehen wir aus der Zeit heraus. Das heißt, ne, wir sind im Hier und Jetzt. Also darfst auch mal hier, ne, nicht so sehr immer nur auf die Zeit achten, sondern wirklich die Zeit mal rausnehmen, diese nutzen und in der Meditation, ja, mit dir, bei dir ankommen. Denn du hast hier noch den Luftgeist, der dich hier weiterführt, ne? Der dir noch mehr Wissen bringt, Botschaften bringt, aus der Meditation heraus und pures Glück. Reine Glücksgefühle durchströmen mich. Wunderschön. Also da bringt dich diese Energie in diesem Monat hin. Wie gesagt, nicht so auf Zeiten, ne, sondern wirklich mal, ne, die Zeit rausnehmen. Sich die Ruhe zwischendurch immer wieder für eine Meditation gönnen. Noch mehr Wissen ist auf dem Weg und du wirst hier viele Glücksgefühle haben, die dich durchströmen, und zwar ja vielleicht auch durch eine Meditation, die dir unheimlich gut tut, und das ist das Wichtigste. Achtsamkeit. Ich blicke achtsam auf mein Leben und alles und auf alles, was sich darin befindet. Genau. Geh in die Achtsamkeit mit dir, lass dich nicht zu sehr vom Außen, ne, von anderen Menschen wirklich drängen zu irgendwelchen Zeitplänen, sondern achte auf dich. Und ja, auf deine Gefühle und das, was diese Energie dir bringen möchte. Also sie möchte dir was Schönes bringen. Wichtig ist es nur, dass du wirklich achtsam bist, ne, mit dir. Dann kam die Unendlichkeit. Ja, ne, dieses Wissen, das hast du ja sowieso in dir. Die Unendlichkeit ist gekommen und ja, wir haben alle dieses Wissen in uns, nur manchmal lassen wir es hoch und manchmal nicht. Also achte da ein bisschen drauf, dass das wieder fließen kann, weil es macht dich glücklich. Sprich mit deinem Schutzengel, ne? Also er möchte sich hier auch mit dir verbinden, vielleicht sogar über die Meditation. Es kann sein, dass er, ne, dir da Botschaften gibt und du bekommst Botschaften über Bücher. Also wirklich diese Achtsamkeit nutzen, Meditation, Bücher, also alles, wo du immer so ein bisschen zur Ruhe kommst und auf dich achtest. Erzengel Zadkiel ist hier, der bringt dir Wachstum und Ausgleich, sehr schön. Und auch eine Klarheit kommt hier für dich rein. Also, ne, wenn hier noch mehr Wissen, hoppala, reinkommt, dann bringt es dir auch Klarheit. Geh in die Natur, verbinde dich. Hier sind Träume, ne, hast du vielleicht früher dir so sehr gewünscht. Sie werden Träume wahr. Glaube an die Magie. Nutze die Energie auch des Feuers. Das Wichtigste ist die Dankbarkeit. Sowieso immer, ne, der Schlüssel zum Glück.
Und du darfst ein bisschen mehr grüne Nahrung zu dir nehmen, die ja, dich unterstützt, ne? Sei es beim Meditieren, für deine Gesundheit, um klar zu werden, auf jeden Fall mehr grün essen. Hoppala, die hat ein Salto gemacht, gut. Dann schauen wir mal. Freundschaft ist etwas ganz Besonderes. Lege deine linke Hand auf dein Herz und deine rechte Hand auf meins. Spürst du es auch? Einklang. Ich wusste es. Wir sprechen die gleiche Sprache. Wunderschön. Auch Freundschaften, wie gesagt, ne? Da wirst du oder bist du sehr dankbar für in diesem Monat. Und im Endeffekt ein wunderschönes Ankommen, ne? Wie gesagt, du nimm einfach mal bitte die Zeit raus. Immer wieder 10, 15 Minuten am Tag für dich. Botschaften über Bücher kommen und du kannst hier klar mit deinem Schutzengel sprechen. Du wirst hier ganz viel Neues noch in dir ankommen lassen, aber achte bitte immer auch auf dich. Lass nicht zu so viel die Energien von außen auf dich einströmen. Wunderschön. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, einen wunderschönen März. Hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen und wir hören uns. Bis bald.